Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet Gladiator Episode 16. Wir müssen wieder mal Knotenpunkte einsammeln. Und ja, da kommen sie schon wieder, die kleinen Zombies. Das sind tatsächlich einfach Zombies hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Ach ja, so. Na, na boom, so gefällt mir das. Okay, keine neuen Waffen, kein gar nichts. Ah, wir haben schon wieder fast 100.000 Geld. Oh, was haben wir denn hier? Oh nein, nicht diese Teile schon wieder. Nee. Cool. So, links, rechts, hier ist doch irgendwo was. Ach so, das sind diese Viecher. Mm, okay. Cool. Boom. Okay, wir haben von hier aus drei Richtungen, die wir gehen dürfen. Wo gehen wir denn als erstes hin? Ich meine, Mission zeigte ja in diese Richtung, als wir gestartet haben. Dann gehe ich einfach mal, weil es Spaß macht, hier lang. Oh, na hallo. Ja, au. Gut, dass ich schon eine gesunde Menge Lebensenergie habe. Hätte das Ganze ja auch anders ausgehen können. Oh, wow. Naja, die Waffen sind an sich schon echt nicht schlecht. Da oben. Oh, hi. Hier schon wieder. So, mach mal ein Schild hier. Die Viecher sind ja doch schon etwas böse. Bei einem engen Raum sind die richtig mies. Cool. Ich finde es ganz gut, dass ab und zu mal die Viecher hier auch Munition liegen lassen. Boah, ist wirklich eher so mega minimalistisch irgendwie. Man, von hier aus kann man das irgendwie cheesen. Kann man Käse ausbrüten? Käse ausbrüten? Ja, okay, okay. Das ist wieder so ein Gag, was mal in meiner Community verstanden wird. Ah. Okay. Putzel? Nein, will keine Minen. Minen sind böse. Oh, cool. Ah. Oh, no. Ich hasse dieses Vieh. Danke für Soundbug. Eigentlich hätte ich jetzt einen Sound haben müssen. Ah, die Soundeffekte. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Keine Soundeffekte sind schlimmer als nichts. Keine Ahnung. Es gibt gefühlt nichts Vergleichbares. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Okay. Holoschild V6 inzwischen schon. Oh, wow, wow. Okay, okay. Cool. Ja, war's das? Nein. Ist immer so doof zu sehen, finde ich. Plonk, plonk, plonk. Ich bin fast tot. Kann sein, dass wir nur den einen schaffen. Oh mein Gott. Zwei? Ach so, cool. Ich habe keine Munition mehr. Huh. Wie gut, dass ich schon ein paar richtig mächtige Waffen habe. Ausbilder? Ich bin Ausbilder? Okay, interessant. Hallo? Das heißt, es ist erstmal eine Runde triangulieren. Let's go. So, gab's hier irgendwo... Was gucken, Karte. Ich muss da lang. Okay, dann komme ich gleich automatisch zu einem Laden. Gab's hier nicht noch Heilung? Anscheinend nö. Ah. Mist. Okay. Bam. Er braucht schon Fahrzeug.
gab sogar eine Mission in den Stilpunkten, wo man Mission das Fahrzeug nicht kaputt, also nicht einen Kratzer bekommen darf. Das war nervig. Aber Trick war dabei einfach nur im Grunde gar nicht Fahrzeug erst benutzen, sondern einfach zu Fuß. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen gewohnt, wahrscheinlich auch wieder zu Fuß ein bisschen mehr zu machen, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber es gibt natürlich auch Missionen, wo gezielt solche Fahrzeuge benötigt werden. Schon wild. Ah, ich kann wieder meine Ultrabombe starten. So, wie sieht's denn aus? Ja, ich brauche Lebensenergie, das ist schon mal sehr cool. Schön, dass man hier ein bisschen was kaputt machen darf. Wow, da kam tatsächlich noch irgendwas. So, ich gehe mal hier ein bisschen in Deckung, falls hier gleich irgendeine Krankheit auftaucht. Ja. Jo. Oh. Das ist nicht gut. Okay. Stimmt, wir haben ja auch jetzt die Magnetstiefel oder wie die jetzt hier heißen. Ah. Eine Jackpot-Kiste mit 4000 Geld drin. Cool, cool, cool. Ja, die Kisten, die gibt's gelegentlich mal für eine extra Portion Geld. Das war nicht viel. Oh. Aber auch Kleinvieh macht Mist bekanntermaßen. Und wir haben jetzt schon wieder 100.000 drin. 109, um genau zu sein. Und noch genauer 109.544. Wer nimmt das so genau? Verstehe ich nicht. Braucht man doch gar nicht. So, boom. Tatsächlich, es ist so ein kleiner Schaffinator jetzt hier drin. Nice. Das ist cool. Oder ein Schwein? Ach ja, stimmt ja. Es ist ja mal random, was daraus kommt. Jetzt haben wir eine Ente aus. Okay, aus dem Entenstrahl früher. Das ist cool. Das ist cool. So, unfaires Spiel. Hm. Cool, cool, cool. Wow. Das war knapp. Was geht denn jetzt hier? Ja. Okay. Cool. Bam. Und bam. Cool. So, was haben wir hier? Hier gibt es zwei solche Türmchen. Machen wir doch natürlich weg. Ah, nochmal zwei. Sehr schön. Ja, inzwischen habe ich nicht mehr so die Angst vor diesen Gegnern. Das klappt also schon. Oh. Ja, die Lags sind wieder da. Cool, 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 cool. Netzwerk-Lags sind immer ganz toll. Spiele streamen und ein Netzwerk-Lag. Hm, ich schmelze. In verirrtes Stilpunkt war es. Okay. Was die Säuremodifikation benötigte. Ja, cool. Oh no. Bam. Oh, okay. wie sieht's aus? Ich brauche Munition. Gib mir mehr Munition. Ich brauche mehr Munition. Ich weiß, das war jetzt irgendwie schlecht. Okay, aus diesen Dingern wird nichts. Oder ist es immer nur eine Wahrscheinlichkeit, dass die zu Viechern werden? Okay. Immer noch keine neuen Waffen verfügbar. Okay. So, dann holen wir uns mal das letzte da hinten. Mal gucken. Hier werden doch bestimmt auch wieder Krankheiten rauskommen. Boom. Hallo? Brauchen zwei Schuss? Wild. Okay. Es will ja Spaß machen. In einem Simulator. In einem. Nein. Einem Simulator. Seriously? Okay, ihr macht das da. Währenddessen kümmere ich mich um den Kleinkram. Oh.
Das war's schon. Okay. Noch so viel Zeit. Ach ja. Ein Hauch frische Luft. Da war also das Schiff unter der Statue. Nun, ich habe gerade 50 Bowls verloren. Es wird Ace nicht gefallen, aber das Darkstar-Team wird die Statue sprengen müssen, um Yay. In den darunterliegenden Hangar zu gelangen. Ein Untergrundhangar, cool. Chef, du musst deinen Bots befehlen, den Sprengstoff an der Statue anzubringen. Ja gut, das ist nicht das Problem. Das Problem sind eher die Viecher, die da so geschützt sind. Ja, okay. Nice. Das Gute ist, ich habe hier eine sehr gute Stelle für Munition. Ja, ich nutze sehr gerne dieses Schmelzgewehr. Das Ding ist schon echt mächtig. Okay. So, dann macht mal. Boom. Eigentlich so lächerlich schwach, diese Waffe. Ich verstehe es nicht. Warum ist das Ding so läppisch? Gerade solche Bomben wären noch richtig gut. Mist. Ja, dafür ist es zu weit weg. Na, mach mal MT. Hä? Okay. Man sieh dir das an. Dafür, dass er so klein ist, kann dieser Lombax ganz schön austeilen. Ja, ich hatte schon größere Kaliber platt gemacht. Also, das hier ist nun wirklich nichts, Herr Moderator. Oh, Mist. Okay. Ah, interessant. Okay. Oh, er lebt noch? Der hält ein bisschen zu viel aus. Was könnten wir machen? Ah ja, komm, lass mal wieder diese Bombe rein. Boom. Ja, so muss das. Okay. Ich sehe schon. Da kommen richtig fiese Krankheiten hoch. So, mal gucken. Ja, mal, let's go. Mal die hier jetzt erstmal schön. Ja, ein bisschen mehr dieser Schilder einsetzen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da kommt doch definitiv auch noch irgendwas. Ist hier gerade echt nichts? Okay, das ist etwas seltsam. Ist okay. Ich werde mich gleich darum kümmern. Ich muss erstmal das Vieh da loswerden. Boah. Hätte ich fast einen riesen Fehler gemacht. So, hier. Boom. Knack. Und tschüss. Sehr gut. So, damit bin ich wieder full life. Und jetzt kann ich mich in Ruhe um die Statue kümmern. Sag tschüss. Wow, kommt hier gerade echt keiner? Doch, jetzt. Oh, wow. Okay, ich sehe schon. Da macht das Sinn, tatsächlich diese Waffe hier hinten hinzusetzen. Oh, na, hi. Okay. So, let's go. Gib Gummi. Keine Ahnung, ob jetzt die Dinge überhaupt für was taugen. Oh. Mach doch mal weiter. So, wo ist das Vieh jetzt hin? Ah, super.
Cool. Ja, nur wohin? Ja, oh, wow. Ist das denn die Möglichkeit? Ratchet hat das Torwaldschlachtfeld überlebt und ist mit einem Schiff geflüchtet, das in der Statue von Ace Hawklight verborgen war. Das gibt es nur bei Dreadzone. Das kann ihnen niemand anders bieten. Echt jetzt? Das Geheimnis der Statue gelüftet. Ha. Okay. Kampagne abgeschlossen. Goldmedaille. Cool, cool, cool. Und Herausforderer-Turnier. Ratchet, du hast dich für das Herausforderer-Turnier qualifiziert. Den Punkterekord in diesem Turnier hält übrigens Captain Starshield. Oha. Okay, aber wir machen erstmal mit den Dread-Herausforderungen weiter. Aktuell gibt es hier nur diese eine, und zwar Gefechtsturmgefahr. Benutze den Gefechtsturm, um die Dreadzone-Truppen zu bekämpfen. Okay, es kann passieren, und so, ne, aber... Okay, let's go. Oh, nee. Es ist so ein... Oh, nee. Wenn ich keine Bewegungsfreiheiten habe, dann habe ich manchmal echt Probleme, damit auch klarzukommen. Oh, cool. Cool, cool, cool. Wenigstens ist die Waffe nicht schwach. Okay, ja, ein bisschen Konzentrationsarbeit und dann geht das vielleicht. Mal gucken, mal gucken. Oh, ja, moin. Oh, das hier wird bestimmt auch eine ganz fiese Zielpunkt haben, erwarte ich jetzt zumindest. Halt nach Möglichkeit nur... keine Ahnung, nicht mehr als 10% Schaden oder sowas erleiden. Sowas könnte ich mir vorstellen. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber okay. Okay, cool. Och, das fette Vieh, let's go! Nice! So muss das, so muss das. Das fette Vieh muss erstmal weg da. Ja, cool. Cool, cool, cool. Oder vielleicht in einer bestimmten Zeit die Viecher platt machen. Das kann natürlich auch sein. Also, es gibt sehr viele Stilpunkt-Ideen. Alter, wow. Oh, no. No, 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 no. Ich will nicht noch mehr Schaden bekommen. Ich habe schon mehr als genug. Okay, GG, würde ich sagen. Ja, kein Zielpunkt. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass da irgendwas in diese Richtung ist. Entweder nicht zu viel Schaden oder in einer gewissen Zeit. Okay. War's das? Oh, wow. Okay. Dann geht's wieder zurück zur Killerkuppel. Dann können wir ja auch genauso gut hier drüber reingehen. Weil dann kann ich nämlich auch nochmal nachschauen bezüglich möglicher Erweiterungen für meine Bots. Am besten immer gleich mal ein paar Vorteile rausholen. Geld sollte hoffentlich nicht zu viel sein. Letzte Woche erlebten wir die spektakulären Tode von Kandidaten wie Agent Bizarro, Plasma Woman und Komet Orange. Nun steht mit dem Lombax Ratchet ein wirklich krasser Außenseiter an der Spitze der Dreadzone-Tabelle. Ich kann kaum fassen, dass das kleine Pelz dir es so weit gebracht hat, Juanita. Ist ein harter Brocken, was? Habe ich recht? Ja, das stimmt, Dallas. Und er ist eine Gefahr für Kinder, bedrohte Tierarten und das Gemeinwohl. Ja, Kinder und Wale und so können ruhiger schlafen, wenn Ratchet vom Ausschlachter erledigt wird. Im dieswöchigen ultimativen Exterminator Smackdown. Oh, okay. Noch nie blieb ein Gegner gegen seine extra scharfen Titanklingen länger als 60 Sekunden am Leben. Der hat bestimmt keine Probleme beim Rasieren, Juanita. Witzig, was? Klappe, Dallas, das ist nicht lustig. Alles klar. Okay. Okay. Weird, aber okay, ist klar. Nehmen wir jetzt einfach so an. Okay, wir haben... Gut. Zu deiner Frage. Ich habe 16 Terabits tridirektionale asynchrone Bandbreite auf meinem Hauptprozessor. Oh,
das ist aber ganz schön viel. Na, also, ich... Hey, Clank! Ich ruf dich dann zurück. Wer war das? Och, gar niemand. War das der Tech-Druide, den du erwähnt hast? Hey, hast du die Pläne bekommen? Ja. Oh Mann, das ist ja toll! Aber ich habe erfahren, dass hier noch viele andere Helden festgehalten werden. Wir müssen ihnen helfen, Ratchet. Gut, aber wie denn? Mir ist aufgefallen, dass die Sicherheitsmonitore deaktiviert werden, immer wenn ein großer Kampf stattfindet. Wenn ich in der Arena mit einem Exterminator kämpfe, verschafft dir das Zeit. Es ist riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Keine Angst, ich mach sie fertig. Das war vom Blick irgendwie nicht sehr überzeugend, aber ist okay. Ist okay. Cool, cool, cool. So, lass mal erstmal kurz checken, was Munition und so ansteht. Waffen. Kriegen wir überhaupt was Neues? Ja. Antwort von Pox auf die Pox Industries auf die Konkurrenzprodukte Apokaloptor und Rida. Shellshock sagt, diese beiden Waffen sind Waschlappen aus dem Waschlappendepot in Waschlappenhausen. Wir wissen, was er meint, denn der Vorbote ist das letzte Wort, wenn es um Zerstörung geht. Ein Zug am Auslöser und du siehst eine Schneise, erziehst eine Schneise der Zerstörung von hier zum anderen Ende des Schattensektors. 2 Millionen? Okay. Zeitbomben? Okay. Auch nicht gerade günstig, aber ich hole mir erstmal ein Schlüsselupgrade, das ist immer sehr gut. Okay, die letzte Waffe ist tatsächlich ein Rida-Klon. Na gut. Hätte ich mir denken können. Es ist immer noch eine Ratchet-Serie. Hallöchen. So, was hast du denn? Beta-Verwüster. Okay, Krönung der Waffenkunst wurde speziell für Kampfbots entwickelt. Der gedämpfte Rückstoß sorgt dafür, dass die Bots bei Dreadzone-Herausforderungen nicht immer wieder ins Publikum feuern. Okay. Und Go Comet XR. Das ist der dritte von 4 Geräten, die Trefferpunkte und die Schadenskapazität eines Kampfbots erhöhen sollen. Die geheilen Komponenten geben einen Geruch ab, der für immer in deiner Kleidung haft bleiben wird. Also Vorsicht. Ich habe sogar Stinktier-Vibes. Ich nehme das trotzdem jetzt erstmal an. Und wir können uns einen neuen Kopf leisten. Oh, ja. Das sieht doch cool aus. Und, let's go, der Zerstörer. Ja, farbentechnisch ist das voll cool. Okay, hier brauche ich nochmal 100.000. Ja, ich muss nochmal Geld farmen gehen. Okay. Aha, ich hab's kapiert. Aber natürlich überrascht mich das nicht. Dass ich's kapiert hab, meine ich. Ach, vergiss es. Okay. So, unsere Klinge raucht jetzt richtig, die brennt. Das gibt bestimmt schöne, feurige Geschichten. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ein Sekundärschadensgedingsel werden. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, der Ausschlachter ist der nächste. Sehr gut. Gut, gut, gut. Cool. Ihre? Egal. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal hier schön weiter. Das wird definitiv nochmal teuer. 100.000, 350.000, 2.350.000. Also ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 2,5 brauche ich in der Summe. Oder vielleicht sogar 3 Millionen, weil die Bots kriegen ja noch irgendeine Erweiterung anscheinend. Okay. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!